Da stehe ich nun, da stehe ich und warte. Warte auf was? Warte, dass ich aufgenommen werde, aufgenommen in den morgendlichen Dienst. Ich schaue und sehe müde Gesichter, Gesichter, die nicht nach Hingabe schauen, Gesichter, die nicht davon zeugen, mir was zu zeigen, zeigen, um was zu lernen, lernen, um besser zu werden, mich fördern, Neues zu lernen, was ich noch nicht verstehe, zu verstehen, was ich noch nicht kann. Da stehe ich nun, da stehe ich und warte. Warte auf was? Wir brauchen keine Pflegewissenschaft, halt es mir nur entgegen. Alles, was ich will, ist akzeptiert zu werden, denn ich bin ein Mensch, wie du auch. Ein Mensch, der nach Wissen strebt, ein Mensch, der Eindruck hinterlassen will, ein Mensch, der wie du für die Patienten da sein will, ein Mensch, der alles gibt, der gebraucht wird. Doch braucht ihr uns nicht? Da stehe ich nun, da stehe ich und warte. Warte auf was? Warte darauf, dass etwas passiert. Wir brauchen mehr, mehr Anerkennung, mehr Respekt, mehr Achtung. Mehr Achtung kommt von Selbstachtung. Das fehlt uns allen. Eine Auseinandersetzung mit uns selbst und mit den anderen. Am Miteinander und am Vorsatz. Am Vorsatz, sich füreinander einzusetzen, füreinander einzustehen, füreinander einzustecken. Da stehe ich nun, da stehe ich und warte. Warte auf was? Warte, meinen Wissensdurst zu stillen. Die Frage nach dem Warum. Das Warum steht für Wandlung. Wandlung steht für Fortschritt. Und Fortschritt steht für Verbesserung. Verbesserung der Pflege, Verbesserung der Strukturen und Verbesserung der Anerkennung. Anerkennung in der Gesellschaft. Da stehe ich nun. Da stehe ich und warte. Warte auf was? Warte darauf, auszulernen. Auszulernen, um es anzuwenden. Anzuwenden und zu überprüfen. Wille schaffen zu zeigen. Zu zeigen, dass wir wichtig sind. Wichtig und unablässlich im Hier und Jetzt und in Zukunft. Denn wir sind eure Zukunft. Was geht, ist der Wille. Der Wille, aufeinander zuzugehen, auch steinige Wege entgegenzusehen und zu verstehen, dass es kein Drama ist. Kein Drama, neue Wege zu gehen. Sich einzugestehen, dass das Alte alt ist. Zu alt, um weiter zu bestehen und zu verstehen, dass die Zeit gekommen ist, sich zu ändern, das System zu ändern, in welchen wir gefangen sind, auszubrechen und das Neue zu versuchen. Und deswegen, ihr braucht uns zur Umsetzung, zum Denken, zum Überdenken, zur Neuentdeckung, Neuentdeckung unseres Selbst, unserer Ethik, unserer Werte. Und dann werde ich hier stehen und brauche nicht mehr zu warten. Dankeschön.